Und damit herzlich willkommen zurück zu Heavy Rain. Wir spielen mal wieder den guten Scott, der da gerade so ein bisschen vor sich hinschmatzt. Okay, es ist Donnerstag um kurz vor Mitternacht. Es hat ordentlich geregnet. Okay. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Es ist ein Weilchen her, dass ich zuletzt gespielt habe. Warum lässt uns das Spiel jetzt hier die Tür so öffnen? Doch, da passiert was. Lauren? Es tut mir leid, Scott. Da passiert was. Okay. Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Shelby. Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen aufhören. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Wie viele Menschen soll er denn noch umbringen? Gordy hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer. Ja, Gordy hat seine Fehler und ist sein Sohn und scheinbar ein Serienkiller, auch wenn ich da immer noch nicht ganz dran glaube. Weil hier irgendwie ja jeder gefühlt der Killer ist. Und warum schmeißen einen die Bösen eigentlich immer mit gefesselten Händen an einem, also irgendwie ins Wasser? Ich meine, in dem Auto, da habe ich jetzt noch genug Sauerstoff, um mich zu befreien, möglicherweise. Okay, das bringt nichts. Wir rütteln hier mal, vielleicht geht der Knoten auf. Geht der locker? Nicht die Windschutzscheibe, sondern der Knoten. Okay. Okay, das wird bei meinem Auto zum Glück Glas, aber hey. Scheinbar ist es hier, bei meinem Auto wäre es kein Glas, sondern Plastik, wollte ich sagen. Aber zum Glück ist es hier wohl scheinbar Glas. Das hilft uns in dem Fall jetzt. Na, mach weg. Okay, wir sind frei. Jetzt müssen wir Lauren befreien und dann irgendwie herauskommen. Wahrscheinlich mit den Füßen. Mit den Füßen an die Windschutzscheibe. Zumindest bei den Autos, die ich jetzt so hatte, hieß es immer. Ach komm, die wacht nicht auf. Okay. Bei den Autos hieß es immer, dass man die Windschutzscheibe relativ leicht rausdrücken kann von innen mit den Füßen. Dass das wohl irgendwie so ein Schutzmechanismus sein soll. Ja, lass mich halt. Okay, dann nicht die Windschutzscheibe, sondern dann nehmen wir halt die Seitenscheibe. Aber mit den Füßen, weil mit den Armen hast du keine Kraft. Also auf der Fahrerseite, da hast du nicht genug Kraft, um die Scheibe kaputt zu machen. Da müsstest du eigentlich immer die Füße nehmen, weil, ne, Füße, Kraft und so. Nimmt er sie mit? Oh Gott, ja, zum Glück. Okay. Controller vibriert sich hier gerade halb tot. Ich wollte mal wieder schwimmen gehen. Aber so war das nicht geplant. Haben Sie ein Auto zu Hause? Meins ist ja ziemlich am Arsch. Ja, klar. Was wollen Sie tun? Ich muss ein paar Dinge regeln. Ich bring Sie heim. Sie schließen sich ein und machen niemandem auf, außer mir. Okay? Los. Bleib vorsichtig, Scott. Ich will dich nicht verlieren. Oh. Ja, dass dein Auto ziemlich im Arsch ist, das kann man wohl so sagen. Es ist gerade immerhin baden gegangen und ich meine, das tut den meisten Autos nicht so gut. Es kann dann sein, dass es danach dann Probleme gibt mit so Motor, Bremsen, wobei die sollten eigentlich, solange sie nur nass sind, halt nicht so gut greifen. Aber Bremsen können auch rosten, zumindest die Scheiben. Oh, was machen wir jetzt da? Okay. Okay. Rein. Ja, gut. Ihr wollt mich ertränken? Ich fahre euch ins Wohnzimmer. Gut. Ja, ich kann mich erinnern. Bitte mal alle jetzt die Schüsse mitzählen. Es sind nämlich viel zu viele. Es kommt jetzt eine kleine Action-Sequenz auf uns zu. Das war Schuss 1. Es kommt eine kleine Action-Sequenz auf uns zu und er schießt viel zu oft 2.
3. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ich weiß nicht, wie viel Schuss in so einer Pistole drin sind, aber ich war eigentlich der Meinung, da ist irgendwie immer bei so 10 Schuss. 11. 12. 13. 14. Also wenn jemand weiß, 15. Wenn jemand weiß, wie viel Schuss da normalerweise... Ich glaube, das ist ein 9mm. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Waffen nicht aus, aber... 16, glaube ich. 17. 18. Also wenn jemand weiß, wie viele Schuss da normalerweise drin sind, sagt mir gerne Bescheid. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, kommentiert gerne. Aber ich glaube, es sind keine 18 Schuss, ohne nachzuladen. Glaube ich nicht. Selbst wenn noch eine Kugel irgendwo im in der Kammer oben war, aber ich glaube nicht, dass es 18 Schuss gibt. Du hast versucht, mich zu ertränken, du kleines Arschloch. Wieso sollte ich jetzt hier dich in Ruhe lassen? Ihr gestörter Sohn ist der Mörder, oder? Er ist der Killer. Nein, er ist unschuldig. Er ist kein Killer. Aber du bist einer. So viel Kraft hätte ich auch gern mal, dass ich Leute werfen kann. Raus mit der Wahrheit. Nein, nein, bitte. Ich weiß nichts. Letzte Chance. Ich weiß nichts. Ich schwör's. Ich weiß überhaupt nichts. Stopp! Bitte! Ich packe aus! Ich sage alles! Ja, dann aber schnell! Gordy! Gordy wollte nur Spaß, okay? Er wollte sein wie der Origami-Killer. Er entführte das Kind. Er hat ihn zu lange unter Wasser gedrückt. Ein Unfall! Ein dummer Unfall! Es war nur ein Spiel. Er hat's mir erzählt. Er weinte. Es tat ihm alles so leid. Was es auch war. Gordy ist mein Sohn. Aha, okay, ein Trittbrettfahrer. Behauptet er. Erzählt nicht. Was? Der Junge, das Opfer. Erzählt nicht. Eine Straßenratte aus der Gosse. Ich hätte dich am Leben gelassen, du Arschloch. Wie widerlicher Haufen Scheiße. Ich wäre gegangen, hätte alles bekommen, was ich wollte und... Was ist mit John Shepard? Die Leute können einfach die Fresse nicht halten. Warum die Blumen auf seinem Grab? Mir gehörte die Baustelle, wo er umkam. Ich vergesse es nie. Seit 30 Jahren bringe ich Blumen dorthin. John hatte einen Bruder. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Adoptiert, glaube ich. Die Mutter. Fragen Sie die Mutter. Sie heißt Anne. Anne Shepard. Mein Herz! Mein Herz! Schnell! Meine Tabletten! Er hätte es voll verdient. Er hätte es voll verdient. Aber ich bin kein Unmensch. Und es ist was anderes, jemanden im Gefecht umzubringen, als jemanden sterben zu lassen, weil er einen Herzinfarkt hat und man ihm helfen könnte. Ich bereue es schon. Mhm. Ich bereue es auch. Habt ihr den da rechts an der Säule, habt ihr den gesehen? Der ist irgendwie in der Luft geschwebt? Sah das so aus oder war das so? Interessant. Okay, dann machen wir mit Madison weiter.
Madison oder Madeline? Madison, Madison. Ja, hat ordentlich weiter geregnet die ganze Nacht, hm? Okay, wo sind wir jetzt? Hier? Nur noch ein paar Stunden, bis Sean Mars stirbt. Hoffentlich verschwende ich keine Zeit. Hallo, ich suche das Zimmer von Anne Shepard. Bitte tragen Sie sich ein. Achso, stimmt, sie hat ja auch gelernt, sie wusste da ja auch schon Gehören Bescheid, Sie ne? zur Familie? Ja, das könnte man sagen. Oh, sie freut sich bestimmt über Besuch. Bis jetzt war noch nie jemand da. Sie hat Alzheimer, sie erinnert sich kaum noch an etwas. Aber sie wird sich freuen, bestimmt. Es war noch nie jemand da. Am Ende des Gangs. Wir haben die hier, aber okay. Es war noch nie jemand da, der sie besucht. Und jetzt kommt da einfach so eine, die behauptet, sie gehört zur Familie und dann lassen wir die durch. Ja, John Shepard starb vor 30 Jahren. Ich hoffe, seine Mutter kennt die Antworten zu diesem Rätsel. Wenn sie Alzheimer hat, wohl eher nicht mehr, ne? Gut, ich meine, es ist halt wahrscheinlich auch einfach nur ein, ja, sag mal... Es sieht aus wie ein Krankenhaus, aber es ist halt wahrscheinlich eher für Leute, die... Ich suche Zimmer 19. Die nicht mehr alleine leben könnten, vermutlich. Oh, Orchideen. Warum stellt man die abgeschnittenen in ein Glas? Orchideen sind keine Schnittblumen, meiner Meinung nach. Die sind viel schöner, wenn sie als Pflanze irgendwo stehen dürfen. Ich suche Zimmer 19. Müsste hier sein, jawohl. Oder anzuklopfen. Wow, Maddie, wow. Hallo, Mrs. Shepard. Ist es denn schon Zeit für die Tabletten? Nein, Mrs. Shepard, ich... Meine Tabletten kommen nie pünktlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Im anderen Krankenhaus waren sie immer pünktlich. Aber hier? Ich heiße Madison Page. Ich bin Journalistin. Ich hätte da ein paar Fragen zu Ihrem Sohn. Ich bin überhaupt nicht gerne hier. Das Essen ist nicht besonders gut. Also, was tut mir immer am Herzen weh, wenn ich sowas sehe, so alte Leute, die ja, hier dann einfach liegen gelassen werden, weil sie keine Familie mehr haben und... Ihr Sohn hieß John? Mein Johnny. Er ist ein wirklich guter Junge. Erinnern Sie sich, Mrs. Shepard? Wissen Sie noch, dass Johns Zwillingsbruder nach dem Unfall zu Pflegeeltern kam? Wie hieß die Pflegefamilie? Ich wollte einen Fernseher haben für mich. Sie sagten, das Geld reicht nicht. Schade. Ich liebe es, Fernsehen zu schauen. Oh Mann. Jetzt liegt die Arme hier alleine rum. Ihr zweiter Sohn, Mrs. Shepard. Ich hab nicht mal einen Fernseher den ganzen Tag. Da oben ist doch einer. Wie ist sein Name? Aber sie darf hier nicht einschalten. Zweiter oh mein Gott, Sohn? Das ist so... Boah. Ich hab gar keinen Sohn. Ich hatte niemals Kinder. Das ist so gemein. Da oben ist ein Fernseher und sie darf ihn nicht anmachen, weil sie nicht genug Cola hat. Das ist so... Oh. Mrs. Shepard, Ihr Sohn ist vielleicht in Mordfälle verwickelt. Sie könnten etwas wissen, was den Ermittlungen weiterhilft. Sind Sie die Schwester? Wo sind die Tabletten? Das bringt hier überhaupt nichts, Maddie. Damals der Unfall am Carnaby Square. Erinnern Sie sich? Carnaby Square? Da habe ich mal vor langer Zeit gewohnt. Wir hatten damals nicht viel Geld, wissen Sie? Wir mussten mit sehr wenig auskommen. Ihr einer Sohn hieß John und der hatte einen Zwillingsbruder. Haben Sie die Tabletten? Es ist Zeit für meine Tabletten. Okay. Ihr Sohn hat Probleme, Mrs. Shepard. Er hat schlimme Dinge getan. Ich muss ihn finden. Verstehen Sie das? Schlimme Dinge, haben Sie gesagt? Er hat mich nie besucht, wissen Sie? In 10 Jahren, nie. Man vergisst doch seine Mutter nicht, oder? Hm. Und jetzt? Was kann ich jetzt hier drin noch machen? Ich darf keine Zeit verschwenden. Machen Sie diese Origami-Figuren? Meine Papiertiere.
Stundenlang spielten sie mit ihnen. Ich habe meinen Jungs gezeigt, wie man die macht. Ja, ihre Jungs, Mrs. Shepherd. John und... Wie hieß sein Bruder nochmal? Welcher andere? Ich hatte nur einen Sohn. Meinen Johnny. Oh, was ist das? Ah, okay. Kann ich jetzt hier auch Papiertierchen fast falten? Wenigstens hat sie noch ein bisschen Beschäftigung, die Arme. Auch wenn ich bezweifle, dass sie... in dem Alter, wenn sie so ein bisschen tatterig ist und so, wirklich hier noch Origami-Figuren machen kann. Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Hey, ich hab dir einen Kranich gefaltet, sei mal dankbar. Okay, was gibt's hier sonst noch? Nein, halt, falsche Seite geblättert. Was gibt's denn hier sonst noch so? Hummingbird, ein Kolibri, Hund, Frosch. Oh Gott, wie soll ich denn da wissen? Okay, ich habe 4 verschiedene. Ich könnte jetzt einfach alle machen, aber ich nehme an... Sie bekommen nicht oft Blumen, Mrs. Shepherd. Nein, aber ich liebe sie. Mein Sohn weiß, dass ich sie liebe. Er wird mir welche bringen. Wir haben doch draußen Orchideen gesehen auf dem, im Flur. Vielleicht können wir dir welche bringen, weil ja, der Sohn sind weiß ja so. Sind das Ihre Kinder, Mrs. Shepherd? John und sein Bruder? Sind sie das? Sie sind gute Jungs. Ihr Vater hat sich nie um sie gekümmert. Immer war er betrunken. Die beiden hatten es wirklich nicht leicht. Vielleicht steht ein Name hinten drauf. Oh Mann, Madison. Okay, wir gehen mal kurz gucken, ob wir die Blumen holen können. Vielleicht erinnert sie sich dann ja dran, wenn sie meint, wenn ihr Sohn kommt, bringt er ihr Blumen mit. Vielleicht denkt sie dann, ihr Sohn war da oder so. Da hinten stehen sie. Spricht Mrs. Shepherd über ihre Vergangenheit? Okay. Sie ist nicht immer ganz klar. Aber sie erinnert sich manchmal an Details. Wenn sie etwas sieht, was sie an früher erinnert, zum Beispiel. Bekommt sie häufig Besuch? Sie sind seit 10 Jahren die erste hier. Hat sie jemals von ihren Söhnen gesprochen? Söhne? Ja, sie spricht oft von John. Er ist ertrunken. Und was ist mit ihrem anderen Sohn? Ich weiß von keinem anderen. Hat sie nie erwähnt. Manchmal, wenn sie etwas sieht, scheint sich ihr Gedächtnis zu regen. Ja, ich hab's verstanden. Sie erinnert sich dann. Vielen Dank für den Tipp. Deswegen wollte ich ja die Blumen holen. Aber ich hab's verstanden, ne? Man muss ja was zeigen, was sie an früher erinnert, und dann erinnert sie sich. Scheint zu funktionieren. Sie erinnert sich. Ich muss ihr noch mehr Dinge zeigen. Was? Ich habe ihr doch noch gar nichts gezeigt. Ach, vielleicht das Foto. Das kann sein. Guck mal, ich habe eine Blume gebracht. Eine einzelne Orchidee. Total hässlich. Eine schöne Orchidee. Meine Söhne haben sie sehr geliebt. Wir pflanzten sie im Hof. Als John starb, legte ich Orchideen auf sein Grab. Okay, ich meine, der Origami-Killer legt ja auch immer eine Orchidee auf seine Opfer. Also wir sind hier richtig, wir müssen nur irgendwas aus hier rauskriegen. Soll ich jetzt ernsthaft alle Tiere basteln, die dann im Buch sind, bis ich einen richtigen habe? Das Richtige? Okay, dann, Moment, wo waren wir... Mache ich halt einen Kolibri. Wieso ist die Musik jetzt aus?
Okay. Kolibri, dein Lieblingstier? Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Ja, alte Frau, mach mich nicht verrückt. Okay, dann als nächstes, glaube ich, der Hund war es, ne? Falten wir halt ein kleines Hündchen. Bis ich irgendwann einfach mal alle Origami-Figuren hier gefaltet habe. Und dann sagt sie, ne, mein Lieblingstier ist gar nicht in dem Buch verarscht. Das würde voll passen zu so einem Spiel. Oh, sie können auch die kleinen Hunde falten. Aha. Meine Kinder liebten Origami. Ich habe es ihnen gezeigt. John liebte die Hunde. Er nannte sie immer alle Max. Max, Max, Max. Alle mit dem gleichen Namen. Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass nicht alle gleich heißen können. Er nannte einfach alle Papierhunde Max. Lustig, oder? Naja. Ich weinte, als ich es erfuhr. Kind halt, ne? Ich hatte gerade ein Kind verloren. Und jetzt wollten sie mir das andere auch noch wegnehmen. Die Pflegefamilie, Mrs. Shepherd. Wie hießen die Pflegeeltern, die Johns Bruder adoptierten? Das waren sehr, sehr nette Leute. Ich besuchte sie. Am Anfang besuchte ich meinen kleinen Jungen. Dann wurde ich krank und konnte ihn nicht mehr besuchen. Er muss gedacht haben, dass ich ihn nicht mehr liebe. Vielleicht glaubte er, ich hätte ihn vergessen. Oh. Sein Name, Mrs. Shepherd. Wie war sein Name? Aber ich liebte ihn. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich ihn vermisst habe. Ich bitte Sie, Anne. Sein Name. Wie war sein Name? Kommen Sie näher. Was, beißt sie mir jetzt Gesicht ab? Ich habe zu viele Horrorspiele gespielt. Aha. Okay, wir wissen jetzt, wer der Origami-Killer ist. Also Madison weiß es und sie teilt ihr Wissen nicht mit uns. Aber wie es aussieht, muss es jemand gewesen sein, den sie kannte oder kennt. So, aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen Schnitt und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.